Wetter in der Woche. Alibaba. Märchenhafte 40. Wenn von Alibaba und den 40 Räubern die Rede ist, dann sind da nicht unbedingt 40 gemeint. Genauso, wenn ich sage, ich bin jetzt 40 Jahre alt, da bin ich nicht wirklich 40, sondern vielleicht 60 oder 20. Ne? Also bei den 40 Räubern, da steht die 40 und bei allen Märchen für das Wort viele. Viele. 40 heißt viele im Arabischen. Und vor kurzem wurde dieser griechische Sender ERT vom zuständigen Medienminister Simos Kedikoglu geschlossen. Auch ein Ausländer, naja. Der Sender ist zu groß, zu teuer und zu wenig effektiv, konstatierte er. Keine Ahnung, ob das wirklich so stimmt. Es stimmt aber, dass die reisende Troika, das ist dieses Gespann mit der Merkel, bei allen Hungerleidern in Europa anklopft, den Knüppel aus dem Sack holt und sagt, ihr seid zu teuer, zu groß und zu wenig effektiv. Da beißt keine Maus keinen Faden ab. Der Arbeitslose als solcher kann eben schwerlich seine Effektivität beweisen, wenn Sie wissen, was ich meine. Pech gehabt. Zugegeben, es stimmt auch, dass der griechische Medienminister Kedikoglu, ein Ausländer, vor ein paar Monaten, kürzlich also, 40 seiner Parteifreunde zu üppigen Gehältern eingestellt hat, bei eben diesem Sender. Warum das? Naja, um das Management von ERT zu verbessern, verstehen Sie? Nun werden diese 40 Leute entlassen und bekommen natürlich vom Staat eine Abfindung. Das ist klar, das geht auch, das können Sie gar nicht anders machen. Das muss. Und es stimmt auch, dass so gut wie alle Behörden zu groß, zu teuer und zu wenig effektiv sind. Natürlich nur in Griechenland. In Brasilien sieht das völlig anders aus. Ne? Da regieren die Guten und die Troika hat da nichts zu melden. Noch nicht. Aber ausgerechnet jetzt, wo es aufwärts geht in Brasilien, wo richtig der Dampf drin ist, nicht? Wo der Kaviarverzehr steigt und das gemeine Volk endlich wieder ein paar Groschen auf die Seite legen kann für die Karnevalskostüme. Da fallen die undankbaren Brasilianerinnen und Brasilianer ihrer eigenen Regierung in den Rücken. Stellen Sie sich das mal vor. Nicht? Erst protestieren sie gegen die Erhöhung der Fahrpreise, dann plötzlich gegen Korruption. Nicht? Wer weiß, was denen noch einfällt. Und jetzt sogar gegen neue Fußballstadien. Gegen neue Fußballstadien, die ihnen der liebe Gott aus Genf geschenkt hat. Schön, zugegeben, sie brauchen diese Stadien nicht wirklich, also wirklich nicht. Allenfalls für ein paar Wochen, dann steht das Gelumpe leer. Zu groß, zu teuer und zu wenig effektiv. Allein für den Unterhalt eines einzigen Stadions in Brasilien braucht man 40 Leute. Stellt sich das mal vor, was das kostet. Keine einzige Fußballmannschaft Brasiliens brauchte bisher so ein Stadion. Und die kicken wirklich gut, die Brasilianer. Ne? Sagt sogar der Beckenbauer. Und der kommt aus Bayern. Ne? Versteht sowieso die Proteste nicht. Nicht nur in Brasilien nicht, sondern überhaupt versteht er nichts von Protesten. Undankbares Pack, hätte da meine Omi Glimps aus Zittau gesagt. Undankbares Pack. Und was Griechenland angeht, ne? Die stottern ja immer noch an den fälligen Raten für die Olympiasportstätten, die ihnen die Baumafia 2004 aufgequatscht hat. 2004, das war vor über 10 Jahren. Ne? Schulden, Ruinen und gebrochene Versprechen, hieß es in einem Kommentar dieses Senders ERT, also der geschlossen worden ist. Logisch, dass dann so ein Ministerpräsident wie dieser Antonis Samaras, ich hätte beinahe gesagt Samaranch, aber der ist ja tot. Na gut, tot sind sie über kurze Lang auch alle. Logisch, dass denen dann der Kragen platzte, nicht? Und am nächsten Tag, Funkstille, der Sender sendet nicht mehr. Dicht gemacht. So ist es auch wieder, oder?